Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe meine Grundlage schon gemacht. Ich finde sie ganz schön heute. Es gefällt mir vor allen Dingen, wenn der Highlighter nur hier in dem im hinteren Bereich ist. Gefällt es mir gerade sehr, dass es gar nicht erst hier in die in die Haut ziehen kann. Ich finde meine Grundlage in Ordnung. Der Blush ist nicht so meins, glaube ich. Bin einfach zu dunkel mit der Kontur, dass der Blush, ja, auf jeden Fall großer. Blabla, ohne Sinn mal wieder. Wir kommen zu einem Look mit der Natasha Denona Palette. Goldpalette. 15 Lidschatten, 2,5 Gramm sind drin. So sieht die aus. Blending des Todes. Wunderschön. Ich finde das toll, wie das mit der Folie ist, dass sie nicht einen ankäst. Da ist auch natürlich ein Spiegel dabei. So sehen die Lidschatten aus. Ich finde, im Großen und Ganzen ist das wirklich eine neutrale Palette mit einem Farbtupfer. Vor allen Dingen, wenn man so diese Töne weghält, dann ist sie sehr, sehr der Biber angehaucht eigentlich. Ich finde es trotzdem klasse, weil ich brauche immer Grundtöne, sage ich mal. Die Palette kostet 112,99 € oder sowas, also 113, sagen wir mal. Und ich würde sagen, ich fange einfach an, ich möchte so 3 Tage lang einen Look schminken. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Und mal gucken, wie sich die Lidschatten einfach verhalten. Zurzeit hält bei mir nicht wirklich ein Lidschatten. Und ich bin super gespannt. Ich habe mir noch eine Natasha Denona Palette bestellt, weil ich einfach, ja, keine Ahnung, ich will die jetzt erstmal testen. Nachher muss ich die andere zurückschicken, weil sie mir nicht zusagt. In real life, im richtigen Leben. Haha. Und ich freue mich sehr, dass ich das ergeiern konnte, um ehrlich zu sein. Ich freue mich wirklich. Ja. Das sind so, so schöne Texturen und so schöne Farben. Ich weiß gar nicht, mit was ich eigentlich anfangen möchte. Ich fange aber an mit diesem hellen Braunton. Dazu hole ich euch ein bisschen näher dran. Ich hoffe, dann seht ihr einfach alles. Ich bleibe so. Mich würde es auch nicht stören, heute so aus dem Haus zu gehen. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich benutze einen fluffigen Pinsel von BH und gehe hier mal in den Ton rein. Ich sette mein Lid nicht. Ich fange direkt an. Halleluja, ist schon verblendet. Vielleicht liegt es am Ton, vielleicht ist es einfach auch die Qualität. Es muss ja schon eine Rechtfertigung haben, warum eine Palette so teuer ist. Klar, aufs Gramm gesehen nicht. Aber mir wäre es auch lieber, ich hätte weniger Produkt in der Palette und die Palette an sich wäre günstiger, so wie sie das jetzt gemacht hat. Da ist jetzt ein bisschen weniger drin. Aber es lässt sich ganz, ganz toll verblenden, ohne scharfe Kanten, ohne alles. Hammer. Voilà. Gefällt mir auf jeden Fall mal sehr gut. Dann möchte ich so ein bisschen dunkler gehen, aber ich möchte heute nicht zu dunkel sein. Ich benutze dann den hier unten. Den hier. Und trage ihn mal auf. So ein bisschen. Seht ihr das? Ich mache heute einen natürlichen Look. Es ist 100 Grad im Schatten. Wir hatten gestern 28, aber gefühlt 100. Also warme 28. Ich finde, das ist immer ein Unterschied, ob die Sonne dann prasselt oder nicht. Und die war sehr heiß. So ein bisschen das Eck hier noch. Es ist halt, ja, eine wunderschöne natürliche Palette mit Goldakzenten. Finde ich super schön im Herbst. Im Sommer werde ich die Palette wahrscheinlich nicht benutzen. Also totaler Schwachsinn, dass ich sie gekauft habe im Sommer. Ja. Und dann, ja, mich interessieren alle Schimmerfarben. Gehe ich mal in das Bronze hier. Sehr, sehr schön.
Ich glaube einfach, dass die matten Töne so formuliert sind, dass kaum was runterbröckelt. Und die schimmernden sind sehr grob. Dafür kriegt man auch viel Farbe, wenn man mag. Gerade mit dem Finger. Mein Speicher ist gleich voll. Ich hoffe, ich krieg's dann weggefegt. Ich hätte eigentlich sehr gut abgepudert. Was ich jetzt machen möchte, ist noch im Innenwinkel highlighten. Damit nutze ich jetzt so einen Pencil Brush und gehe hier in das. Ja, wie soll ich euch sagen? Das ist eigentlich so ein Topper. Wow. Das ist wirklich so ein Glitter-Topper. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr erkennt diese Farben. Das ist so ineinander verschmilzt. Natürlich können es auch andere Lidschatten, ja? Ich denke, dass es trotzdem immer ein Highlight ist, wenn man es dann benutzt. Ja, ich finde das einfach wunderbar. Ich feg mal den Schmodder da weg. Und ich muss sagen, weniger als bei Jeffree Star. Bei Jeffree Star hat sogar mein ganzes Dekolleté geglänzt. Das tut es jetzt einfach nicht. Da glänzt gar nichts, kriegt gerade Unreinheiten. Keine Ahnung. Um meinen unteren Wimpernkranz so ein bisschen ploppen zu lassen, meine Lieben, möchte ich dieses. Ja, was ist es denn? Hier so ein Grün-Blau mit Glitzer. Hier unten auftragen. Das hat doch hier so einen Minispiegel. Also ich denke, wenn ich es anfeuchte, dann ploppt das noch mehr. Das ist halt alles Schimmer, Glitzer. Und man kann natürlich auch einen komplett natürlichen matten Look schminken, sag ich mal. Aber ich mag das doch eher, wenn das ja, so fast schon in die falsche Farbe gedeppt. Ich finde das schön. Ich liebe es. Ich liebe es. Und um meinen Wimpernkranz zu verdichten, benutze ich den dunkelsten Ton. Das ist auch so ein Blau-Grün, irgendwie so ein Anthrazit. Nicht Anthrazit, wie heißt denn das? Ich benutze den dunkelbraun mit so einem. Ja, wie nennt man das? Okay. Und verdichte so ein bisschen meinen Wimpernkranz. Sehr, sehr pudrig, also da sieht man auch den Fallout, aber gut, wenn man so viel Pigment hat. Für den einen oder anderen schon nicht so natürlich. Ich bin einfach super gespannt auf diese Palette. Also diese Glitzerpartikel sind mir schon runtergefallen. Also ich denke, dass das sinnvoll ist, entweder so Kleberle zu holen oder halt tatsächlich die Foundation danach zu machen. Aber ich habe immer gerne eine Basis. So, okay, dann tuschen wir mal die Wimpern. Also im Moment sieht die Palette noch sehr, sehr schön aus, aber ich habe schon bei anderen gesehen, dass es so ein Material ist, wo das einfach kleben bleibt. Das ist der letzte Schrott. Aber an sich, mir gefällt einfach das Zusammenspiel. Ihr werdet sicher sein, dass ich mir die Biber auch zulege, wenn nicht mich irgendwie irgendwas reitet, es nicht zu tun. Sonst werde ich auf jeden Fall zur Biber-Palette greifen. Weil ich finde einfach, so eine natürliche Palette muss in einer Sammlung sein. Ich habe ein paar, gerade was Colourpop angeht. Aber ich schmink mich auch jeden Tag. Das ist meine Rechtfertigung.
Und ich bin innerhalb von 10 Minuten mit meinem Look ja für den einen oder anderen zu viel. Ich muss jetzt eigentlich auch los, bin auch eigentlich spät dran, aber mein Schatz ist zu spät raus. Und ich wollte ihm nicht sagen, dass ich Natascha Denona besitze. Er würde mich nämlich für bescheuert halten. Ich dachte, ich bin auch bescheuert, aber ja, so ist es halt dann einfach. Ich mag das gerade einfach, meine Base, aber ich finde, das NYX halt einfach oxidiert. Kann mir einer sagen, was er will. NYX oxidiert einfach. Ich bin jetzt extra nicht für diesen Look ins Feuchte gegangen, sag ich mal, weil ich es einfach schwachsinnig finde. Euch Lidschatten natürlich feucht. Natürlich sind Schimmer-Lidschatten immer toll, wenn sie feucht sind. Ich hatte noch nie eine Palette, wo Schimmer-Lidschatten nicht toll ausgesehen hat. Ich wollte euch aber das echte Ergebnis zeigen. Und ja, gut. Ob sie jetzt nun 100. Fast 120 Euro wert ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber die Farbzusammenstellung so in der Palette mit dem Duochrom, das ist ein richtig toller, den werde ich mir morgen aufs Lid auftragen, wenn ich es schaffe. Richtig, richtig geil. Ich gucke mal, wie sie sich verhalten. Ich habe oftmals mit so cremigen Texturen einfach das Problem, dass es creased trotz Primer. Und deswegen, wir schauen einfach mal. Ich bin ganz stolze Besitzerin von Natascha Denona und wir werden einfach schauen, was die morgen kann. Und dann sehen wir uns wieder. Lipgloss, klar, aber ich trage jetzt nichts auf. Ich trinke noch einen Kaffee und dann hauen wir ab. Ciao, ihr Lieben.